endlich was im Magen. Von mir aus kann's losgehen. Hast du den ganzen Fisch aufgefressen? Oh, da ist nicht mal eine Grete übrig. Herr Lockport, da bin ich ja gespannt. Mal sehen, ob er uns ans Ziel bringt. Unser Schicksal liegt in seiner Hand. Du elender Fressack, ich wollte Nami zeigen, was feine Küche bedeutet, aber du kannst ja den Hals nicht voll genug... Hallo Leute, hier ist wieder euer Lawrence with Zorro und soeben habt ihr eine kleine Filmsequenz gesehen, wo ich euch drin zeigen wollte, wie dieser Kampf eigentlich zustande kommen würde. Natürlich hat er eigentlich nicht wirklich so stattgefunden wie hier, das ist natürlich verständlich, denke ich, aber ich würde sagen, jetzt weiß man erstmal, wie die Leute vom Spiel auf diese Idee gekommen sind und ja, nein! Boah, meine Laterne, wenn du die zerstörst, Sanji, ich töte dich sowas von, ne? Da. Ah, nein, wir müssen mit Sanji, Boah, meine Laterne ist kaputt. Sie ist weg. Nein. Haha. Nein. Na egal. So ein Ratatouille halte ich hoffentlich noch aus. Ansonsten ist es irgendwie ein bisschen kacke. Puh. Laterne erst noch mal wieder. Die brauche ich schon noch. Ich denke, das sieht man auch ein, oder? So ein Scheiße. Nimm die Kugum Bazooka! Komma, komma! Bazooka! Hoffentlich habe ich ihn getroffen. So, das ist jetzt ein leichtes zu gewinnen, weil... Ja! Knapper Sieg! Prima. Weil Ruffy kann halt prima Fernkampf und... So geht das dann ziemlich gut mit der Gum-Gum-Pistole. Ja, gegen Zorro schätze ich mal, ne? Zorro, hast du die ganzen ich habe mich versprochen, verdammt. Die ganzen netten Leute umgebracht, die uns das ganze leckere Essen gemacht haben. Erinnert mich. Das kam schon im ersten Part vor. Aber wenigstens dann machen wir den Kampf halt nochmal von Ruffys Seite. Zorro will Ruffy halt zeigen, warum Ruffy doof ist, weil Ruffy glaubt, dass Zorro die ganzen Leute nur umgebracht haben, weil sie sein Lieblingsessen nicht hatten. In Wirklichkeit waren es allerdings alle Killer. Also in Wirklichkeit ist halt auch Ruffy im Unrecht und Zorro im Recht. Wie immer. Ha ha ha. Und ich greife ihn einfach die ganze Zeit mit Gum-Gum-Pistole an. Ach, das passt schon. La la la, Gum-Gum-Pistole, 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 Gum-Gum-Kalaschnikow. Wahaha. Hey, Unglücksraben oder auch Pechvögel genannt. Hey, Igara, was machst du da, du alte Pflaume? Und Miss Monday übrigens auch jetzt hier. Friss. Ha, ha, ha. Warum auch immer Ruffy das jetzt essen wollte. Ja, Zorro, das war noch Zeiten. Am liebsten würde ich den zum Abschluss nochmal machen, aber Ruffy ist der Captain und der kommt als Ende. Habe ich von Anfang an so beschlossen.
So, ich schätze, theoretisch eigentlich könnten wir nochmal Ruffys anderen Special zeigen. Nein. Wie ist damit? Zorro. Zorro? Ah, gut, das war jetzt eigentlich nicht das Special. Ich mach den jetzt so lang, bis es klappt. Ja! Gumme Gumme No! Hammer! Das war jetzt Gumme Axt. Gumme Mampfe, die eigentlich keine echte Attacke ist, hat der nur mal gegen Crocodile eingesetzt. Ich bin nicht der Meinung, dass sie in einem solchen Spiel angebracht ist, aber gut. Wenn Ruffy's nicht anders will, dann müssen wir ihm auch nochmal, Zorro nicht anders will, dann hätten wir jetzt eigentlich nochmal die Gumme Bazooka zeigen können. Wieder mal. Und ja, gut, dann machen wir es halt jetzt nochmal so. Ach, kacke. Es ist nicht der ganze Bildschirm im Bild. Schirm, Bild. Na, passt schon. Ist ja nicht so viel Überstehendes. Stroh, Ruffy, ich hab dich schon die ganze Zeit gesucht. Hoffe ich. Es ist jetzt wieder in Alabaster, oder? Ja. Dieser schöne 14. Part wird dann wahrscheinlich nach diesem Kampf nochmal weit. Obwohl, nee, der Anfang der jetzt muss ich ja noch dazu zählen. Aber es passt schon. Nein, mit Laterne. Hahaha. Kriegst mich nicht, Smoker. Du Rauchjunge. Was auch immer das sein soll. Stimmt irgendwas Böses. Na, also. Friss. Steht da einfach so rum. Schön. Okay, ist noch nicht in Abana oder sowas. Ach, auch nicht in Rainbase. Aber gut. Das finde ich sehr schön. Die Attacke, die benutze ich glaube ich nochmal. Ah. Ich liebe es mit Sachen zu werfen. Das ist einfach zu genial. Zack, fress, 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 Ballon, fress. Fress, 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 fress. Yay! Okay, eigentlich wollte ich die dritte Special einsetzen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie die ging. Angeblich hat Ruffy noch eine dritte Special. Aber auch diese Attacke ist jetzt ein schönes Ende eigentlich. Friss die Eisenkugel. Oh nö, jetzt auch noch White Snake. Ah, das haben wir aber auch noch nicht gesehen. Schön. Damn. Chuck. Okay, aber da wir jetzt sowieso gewonnen haben. Ja! Noch eine Sekunde und ich konnte ihn schnell noch platt machen. Sehr schön. Sag ich jetzt einfach mal. Ja. Eigentlich würde ich jetzt gerne den Part an dieser Stelle beenden. Ich zeige noch kurz mal, wie ich hier einen Safe State mache. Wieso Defrost? Ich wollte frosten. Gut. Luffy versus Smoker. Freeze. Okay, jetzt gucken wir nochmal kurz, in was nächsten Part vorkommen wird. Gegen die Kung-Fu-Robben. Na klar, gegen wen sonst? Gegen seine eigenen Schüler. Ciao, bis zum nächsten Mal bei Let's Play One Piece. Grand Battle to Grand Coliseum. In Ruffy kämpft gegen die komischen Robben. Ciao, euer Leonardo 2 Zorro.